Mein Name ist Tina Lorenz. Ich bin Projektleiterin für digitale Entwicklung am Staatstheater Augsburg seit September 2020, also tatsächlich gar nicht von Anfang der Pandemie an. Sondern tatsächlich hat André Bücke schon 2019, mein Intendant 2019, beschlossen, er möchte Oper in VR machen oder mit VR-Anteil. Und zu diesem Zwecke haben wir am Haus 500 VR-Headsets angeschafft. Dann kam die Pandemie und alles wurde sehr schnell sehr anders. Und daraus resultierte dann tatsächlich sehr schnell der Wunsch, dass das keine Pandemie-Eintagsfliege bleibt. Und André Bücke hat dann die Sparte Digitaltheater gegründet und mich ans Haus geholt. Und seitdem sind wir so ein bisschen eine Mischung aus künstlerischem Team mittlerweile. Ich habe mittlerweile auch einen Kollegen, technischem Gewerk und Forschung und Entwicklungsabteilung. Und das ist ganz spannend. Und deswegen, was wir gemerkt haben, ist, dass eben nicht nur Virtual Reality, sondern diese digitalen Kanäle generell den Guckkasten erweitern. Dazu muss man wissen, in Augsburg sind wir seit 4 Jahren im Interim. Das große Haus wird saniert. Das wird auch noch saniert, bis ich glaube, die offizielle Fertigstellung ist 2026. Das hat sich auch schon dreimal verschoben. Wir sind in 2 Industriegebieten am Stadtrand. Mittlerweile haben wir eine 3. Spielstätte. Das heißt, wir sind jetzt in 3 Industriegebieten am Stadtrand. Und das bedeutet wiederum, dass sozusagen alles, was wir tun, tatsächlich in Interimsspielstätten stattfindet. Und diese digitalen Mittel helfen uns, diesen Interimraum zu erweitern. Genau, und wir haben das ein bisschen so organisiert, dass wir uns überlegt haben, also nachdem sozusagen der große Aufschlag passiert ist und wir VR-Brillen für dieses Opernprojekt angeschafft haben, haben wir uns überlegt, was genau wollen wir eigentlich in digitalen Räumen, was kann Theater in digitalen Räumen sein? Weil was es für uns nicht ist, ist Theater auf der Bühne abfilmen und online stellen. Das fanden wir nicht so interessant. Wir machen Streaming, dazu erzähle ich gleich noch was. Aber wir haben uns überlegt, für uns ist wichtig zum einen die Immersion. Dieses Gefühl, ich bin da, wo die sind, ich erlebe hier gerade etwas mit. Und das machen wir tatsächlich mit 2 verschiedenen Sachen. Da ist VR wahnsinnig toll, weil ich weiß nicht, ob ihr schon mal eine VR-Brille aufhattet. Ihr habt nicht die Möglichkeit, eure dreckigen Teller in der Spüle zu sehen oder irgendwas anderes, sondern ihr seid wirklich, ihr habt das Gefühl von Präsenz, ihr habt das Gefühl, ihr steht in diesem Raum. 360 Grad Video ist etwas, was wir da sehr schön fanden, weil es wirklich dieses Präsenzgefühl gibt. Was wir auch machen, ist eben hybride Erlebnisse. Also wir nutzen VR und in dem Fall gerenderte VR als Bühnenraumerweiterung. Das erzähle ich euch gleich noch, wie das dann bei uns aussieht. Genau, Immersion das Erste. Das Zweite ist die Interaktion. Das heißt, für uns ist sozusagen die Begegnung oder das Mitmachen können wahnsinnig wichtig. Und das ist etwas, was nicht nur in der Pandemiezeit für uns wichtig ist, sondern tatsächlich auch, was wir auch außerhalb der Pandemiezeit organisieren. Das heißt, wir haben in unseren Streaming-Projekten haben wir geschaut, wie können wir diese 4. Wand, die ja so unfassbar geschlossen ist im Stream, das heißt, ich weiß ja nicht, ob ein Stream live ist oder nicht, das sehe ich ja als Zuschauerin nicht, wie kann man das einreißen? Wie kann man da wieder einen Rückkanal zwischen den Leuten im Chat, den Leuten im Stream und eben den PerformerInnen auf der Bühne herstellen? Da haben wir eine Plattform gefunden, die das gut ermöglicht. Und wir haben auch Begegnungsformate gegründet, die wahnsinnig niederschwellig sind, wo wir die Leute abgeholt haben, da wo sie sind, nämlich auf Zoom und jetzt eben auch im realen Raum. Und das Dritte ist Partizipation. Mit den 360-Grad-Videosachen und auch mit den hybriden Elementen ist es immer so, man ist in der VR-Brille ganz alleine. Das heißt also, man weiß, man hat keine Möglichkeit, in irgendeiner Form gemeinsam an etwas teilzuhaben. Und deswegen haben wir mit Mitteln der Kulturstiftung des Bundes das Elektrotheater gebaut. Das Elektrotheater ist eine Social-VR-Anwendung. Das ist eine Social-VR-Anwendung in Unity gebaut, in der man als Avatar gemeinsam live Theater spielen kann. Und das ist etwas, was wir gerade künstlerisch erforschen. Das endet jetzt im Dezember, dieses Projekt, diese Infrastruktur. Und das ist sehr, sehr spannend, weil damit sind wir das erste stehende Theater im Metaverse sozusagen und kommt fett in diese Debatte rein, in der wir uns gar nicht ehrlich gesagt verortet haben, die aber sehr, sehr gut dazu passt. Genau. Erstes Thema Immersion. Orfeo et Euridice ist die Oper, die alles sozusagen angefangen hat.
Es ist ja so, dass tatsächlich, ich meine, ich muss euch das nicht erzählen, ihr kennt das, aber wenn Orfeo in die Unterwelt geht, um im Elysium nach Eurydice zu suchen, ist ja immer so die Frage, wie stellt man das dar? Und wir haben uns dafür entschieden, das tatsächlich mit VR zu machen. Das heißt also, Hybrid heißt bei uns, ihr kommt in die Oper. Es gibt SängerInnen auf der Bühne, ein Bühnenbild, es gibt ein Orchester, es gibt einen Chor und ihr schaut eine Oper ganz regulär im Guckkasten und dann zu bestimmten Stellen greift ihr unter euren Sitz, setzt euch eine VR-Brille auf und geht mit uns zusammen in die Unterwelt, die ihr hier schon mal seht. Und geht mit uns zusammen ins Elysium und wir sind alle zusammen Orfeo, der sozusagen jetzt nach Eurydice sucht. Und das ist total schön, weil wir gemerkt haben, dass dieses Erlebnis extrem barrierefrei ist. Dadurch, dass es ein Opernerlebnis ist, was man kennt als Opernbesucherin und nur diesen VR-Anteil hat, haben wir das Problem nicht, dass wir so einen Generationen-Gap haben, dass auf einmal nur noch die Jungen kommen oder nur noch sondern es sind wirklich alle. Die Jungen kommen vielleicht ein bisschen mehr wegen der VR und die Alten ein bisschen mehr wegen der Oper, aber sie treffen sich alle in der Mitte. Und das kann man hier in dem Trailer, den ich euch mitgebracht habe, auch ganz schön sehen. Musik könnt ihr hören, ne? Meine Damen und Herren, unter jedem Ihrer Sitze befindet sich eine Kiste, in der Sie eine Virtual Reality Brille, kurz VR-Brille, finden. Sind Sie so weit, dass wir einen ersten gemeinsamen Testflug in die virtuelle Realität starten? 1, 2, 3, Brille auf. Genau. Was man da ganz gut gesehen hat, war tatsächlich die Moderatorin. Das ist eine Schauspielerin, die war in diesem rosanen Cowboy-Kostüm. Das ist etwas, was wir gelernt haben, was extrem wichtig ist, ist gute Moderation, gute Begleitung und gutes Tutorial. Und wir hatten eben diese Schauspielerin, die gesagt hat, so, also jetzt setzen wir die alle mal zusammen auf. Bevor die Oper losging, kam sie als erstes auf die Bühne und sagt, jetzt setz doch mal die Brille auf. Wir brauchten das tatsächlich auch, um die alle zu kalibrieren. Das heißt also, alle mussten gleichzeitig mal die Brille aufsetzen. Und dann sah man einen 360-Grad-Film mit der Schauspielerin drin im leeren Saal, die so neben einem saß. Sagt, guck doch mal nach rechts. Ach, guck mal, da bin ich. Und jetzt aber nicht die Hand nach mir ausstrecken, weil sonst haust du deinem Nachbarn irgendwie in die Rübe. Und also das heißt auch so, Verhaltensregeln, nicht die Hand nach mir ausstrecken, nicht aufstehen dabei, so, weil du fällst sonst über die Reihen drüber und so. Das haben wir alles sehr charmant irgendwie in diesem Tutorial erklärt. Und dann war auch so ein bisschen, ah, so funktioniert das, jetzt drehen Sie sich mal nach rechts, jetzt drehen Sie sich mal nach links und so. Und das war total gut. Und sie hat dann gesagt, ich komme dann immer auf die Bühne und ich gebe so ein Handzeichen, 3, 2, 1 und bei 0, ne, setzen Sie sich mal die Brille auf und so. Das war wichtig, weil wir brauchten das so ein bisschen, dass die Leute das zeitgleich machen. Weil wir haben, wir können das technisch triggern. Das heißt also, die Leute setzen sich die Brille auf und dann können wir sagen, ah, jetzt haben alle die Brille auf, jetzt sagen wir Start. Das ist möglich, aber es muss natürlich klar sein, wann mache ich was? Und das, ohne das tatsächlich auf der Tonspur zu sagen. Das heißt, wir hatten da ein ausgefeiltes System von Gesten, das sie vorher erklärt hat. Und das war aber total charmant gemacht und alle hatten unfassbar viel Spaß dran.
Getestet haben wir das mit den Theaterfreunden, die uns sehr, sehr lieben und auch sehr unterschiedliche Altersklassen haben und technische Vorerfahrungen. Und die waren so total bereit, das auch mit uns zu testen. Und das ist auch wichtig, dass man sozusagen Sachen einfach früh testet und schaut, wo hakt's, wo haben die Leute Probleme. Man muss den Leuten zum Beispiel auch sagen, dass sie ihre Brillen einfach auflassen und dass sie die Brille richtig aufsetzen, damit die Brillengläser sich nicht verschieben. Und das haben wir da alles gelernt. Genau, und das ist etwas, was wir tatsächlich auch gelernt haben, was sehr unterschiedliche Zielgruppen auch anspricht. Wir hatten gerade einen Beitrag in Dreisat, wo die Kollegen dann auch hinterher die Leute gefilmt haben, die drin waren. Und ich war total erstaunt, dass da so Kids drin waren, die so, ja, wir sind so auf Kursfahrt und haben gedacht, das klingt irgendwie lustig. So, also jetzt nicht so das klassische Opernpublikum, und die waren ganz happy, glaube ich, weil das ist eine relativ runde Sache. Man sitzt da auch nicht 5 Stunden in der Oper, sondern das ist mit 90 Minuten eine echte Einsteigeroper tatsächlich, auch von der Länge her. Das heißt, da macht man nicht viel falsch, ob man jetzt zum ersten Mal in die Oper geht oder ob man Fan ist. Genau. Genau. Die Oper sollte am 5. Mai 2020 Premiere haben. Dann kam der erste Lockdown, dann ging das nicht. Was aber ging, war, die Hardware war da. Und das heißt, mein Haus hat sich dann überlegt, okay, was machen wir? Wir wollen mit unserem Publikum in Kontakt bleiben. Und es entstanden dann relativ schnell relativ viele Produktionen in 360 Grad. Was ihr jetzt gesehen habt mit Orfeo, das war gerenderte VR, das war in Unreal Engine dann auch gerendert, und das war sozusagen, es entstand am Computer. Das hier ist eine andere Technik. 360 Grad ist eine 360 Grad Videokamera, die mit mehreren Linsen den gesamten Raum aufnimmt. Man hat dadurch, dass man das sozusagen Stereo ausspielen kann, hat man wirklich das Gefühl von 3D-Präsenz. Und dadurch hat man das Gefühl, man steht wirklich in diesem Raum. Und wir haben dann Produktionen gemacht und haben sie zu unserem Publikum nach Hause gebracht. Im ersten Lockdown, das war noch unser Vorderhaus. Das waren die Leute, die man als BesucherInnen schon kannte. Und die kamen dann mit Maske, Handschuhen und so einer Tüte und haben gesagt, hier mit schönen Grüßen vom Staatstheater ist ein Stück Theater drin. Gucken Sie sich das an, ich hole es in 2 Stunden wieder ab. Und dann haben die das geguckt und konnten das dann wieder abgeben. Und das war wahnsinnig populär, weil das war ein Stück Begegnung, es war ein Stück Kultur in einer Zeit, wo man ja einfach sehr verunsichert war und nicht rausgehen durfte. Und kam super an. Und das kam so super an, dass wir das professionalisiert haben im Sommer, weil auch das Vorderhaus muss mal Urlaub machen. Und wir haben es im Sommer an einen Fahrradkurierdienst, den es in Augsburg gibt, übergeben, die das Ganze bis heute mit dem Fahrrad rumfahren. Und im nächsten Winter, als ich dann angefangen habe, haben wir das deutschlandweit ausgeweitet mit einem Münchner Start-up, die das bundesweit verschicken, unsere Brillen. Das heißt also, man kann mittlerweile Augsburger Produktion in ganz Deutschland anschauen, was wir sehr lustig finden, weil wir auch Feedback dann kriegen aus, Mönchengladbach, hat mich total gefreut, das zu sehen. Also wir kriegen dann auch so kleine nette Postkarten und so, das ist total schön. Genau, diese Produktion ist unsere vorletzte. Die ist im Sommer entstanden, im Frühsommer, als das Ballett nicht tanzen durfte oder nicht Vorstellung haben durfte. Das war der zweite Lockdown. Und wir aber wussten, die müssen dringend arbeiten, weil TänzerInnen, die nicht tanzen, das ist nicht so gut. Und wir haben eine Roboterfirma in Augsburg, die wir einfach angehauen haben, gefragt haben, hey, können wir uns so einen Roboter leihen bei euch? Und die haben gesagt, ja klar, cool, coole Idee. Und dann haben wir ein Roboterballett gemacht, das heißt Kinesphere, nach sozusagen der Kinesphäre, die sozusagen jeder Mensch, der Bewegungsradius, den jeder Mensch so um sich hat, weil das ist auch etwas, was diesen Roboter eben mit Menschen vereint. Auch dieser Roboter hat eine Kinesphäre. Und mit dem haben wir gearbeitet, das sieht man hier. Das war eine sehr interessante Arbeit, weil wir hatten einen Roboterprogrammierer, der heißt Markus Schubert. Das ist unser Ballettdirektor Ricardo Fernando, das ist Markus Schubert aus Berlin, der tatsächlich so einen Roboter schon mal programmiert hat, was unser großes Glück war. Und wir haben dann in relativ kurzer Zeit diese Produktion gestemmt, und ich habe nur noch Sicherheitssachen ausgefüllt. Also wir hatten
zwei Gutachter tatsächlich da. Einen für Maschinensicherheit, ob wir diese Maschine sicher betreiben. Und einen für Arbeitssicherheit, ob wir die TänzerInnen gefährden. Beide waren sehr zufrieden mit uns. Natürlich nichts passiert, weil wir hinter jeder Säule stand eine Person mit so einem Schalter. Weil das Gerät, das wiegt 533 Kilo und hat eine Tonne Lastwirkung. Das heißt also, das steht normalerweise in einem Käfig. Das darf man normalerweise so nicht betreiben. Das heißt auch, wir müssen immer dazu sagen, bitte macht das nicht zu Hause. Also bitte macht das nicht zu Hause nach, falls ihr so ein Ding zu Hause stehen habt. Nicht das machen damit. Genau. Und das war eine sehr, sehr beglückende Arbeit, weil man wirklich das Gefühl hat, man steht in der Mitte dieser TänzerInnen. Und das ist aber wirklich auch sozusagen ein immersives Ding. Und unsere neueste Produktion geht eher so in die Richtung Interaktion, nämlich Solo. Solo ist tatsächlich etwas, was schon ein bisschen interaktiver ist. Es ist ein 360-Grad-Video, beziehungsweise 115 Videoschnipsel, die durch eure Entscheidungen miteinander verbunden sind. Das heißt, ihr seid in der Lage, wie bei so einem Abenteuerbuch, ne, wenn du am Strand weiter lang gehen willst, blättere auf Seite 10, könnt ihr wie bei einem Abenteuerbuch euch so durchklicken und selber in die Rolle des Ermittlers schlüpfen und tatsächlich irgendwie diesen Kriminalfall lösen. Und da habe ich auch einen kurzen Trailer mitgebracht, der das wirklich sehr, sehr gut erklärt. Wen wollen Sie als erstes sprechen? Dann stelle ich Ihnen den Toten mal vor. Das Warten auf die Experten für Gedächtnisrekonstruktion hat sich ja richtig gelohnt. Genau. Genau, da kommen wir zum Thema Interaktion. Oh Mann, ich sehe gerade, ich muss mich etwas sputen. Ich spute mich. Genau. Uns war wichtig, wenn wir streamen, dass wir diese vierte Wand ein bisschen auslösen wollen. Das haben wir gemacht, indem wir herausgefunden haben, dass Twitch TV, das ist eine Streaming-Plattform für GamerInnen, die dort Let's Plays spielen, die hat nicht nur einen Chat wie viele andere Streaming-Plattformen, sondern eine API. Das heißt, ich kann selber Chatbots programmieren, die auf bestimmte Wörter reagieren, die zum Beispiel auch die Kanalpunkte, die ich mir als Zuschauerin verdienen kann, die kann ich in so virtuelle Belohnungen umsetzen und auch wenn ich Kanalpunkte ausgebe, das kann der Chatbot registrieren. Wir haben dann tatsächlich den Chatbot so programmiert, dass immer, wenn etwas Bestimmtes passiert ist, also in dem Fall, wenn man sich eine Luxuswohnung gekauft hat, es ging um Wohnraum in dieser Webserie, dann ging auf der Bühne eine Lampe an und die Figur des Immobilienhais wusste, aha, da hat wieder einer eine Wohnung von mir gekauft und konnte darauf reagieren, hat sich dann bedankt bei dem Publikum, konnte sagen, super, ihr unterstützt hier das System wunderbar und so. Und das ist etwas, was uns sehr viel Spaß gemacht hat, weil da hat sich eine totale Fanbase draus entwickelt. Genau, also Twitch kann ich total empfehlen, wenn man wirklich da so ein bisschen die Wand aufmachen will, die beim Streamen entsteht. Man braucht aber gutes Community-Management. Das braucht man aber auch bei allen anderen Kanälen. Also zu denken, den Chat kann man einfach unmoderiert lassen, ist, finde ich, einer der größten Fehler, weil da entsteht Liveness. Das ist der einzige Ort, wo Liveness entsteht, wenn ihr streamt, weil ich weiß nicht, ob das live ist, was da ist. Das könnte ja aufgenommen sein vor ewigen Zeiten. Ob das gerade live ist, was ich da in YouTube sehe, weiß ich nicht. Aber wenn ich mit anderen drüber chatte, das ist mein Live-Moment. Und wenn der unmoderiert ist, dann vergeben wir uns als Theater tatsächlich den Moment oder das Gefühl, diese Liveness irgendwie mit zu begleiten. Ich kann das erklären, ich kann irgendwie Hintergrundwissen geben, ich kann auch unzuverlässiger Erzähler sein, ich kann da eine ganz neue Ebene drauf aufbauen. Und das ist schade, das machen noch nicht viele. Genau,
Wir haben dann noch kleine interaktive Geschichten gegründet, den Buchclub zum Beispiel, eins meiner Lieblingsformate. 50 Leute und ich lesen uns durch irgendwie gigantische Wälzer der Weltgeschichte. Wir haben angefangen mit dem Zauberberg, weil wir das gespielt haben. Dann haben die gesagt, sie wollen weitermachen. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Dann haben die ein Buch ausgesucht. Dann haben wir Anna Karenina gelesen. Das war noch länger als der Zauberberg. Jetzt lesen wir John Steinbeck, Früchte des Zorns. Das haben wir dann wieder ausgesucht, weil es nicht ganz so lang ist. Das macht total viel Spaß, weil die nämlich tatsächlich unter sich diskutieren. Wir organisieren das, wir geben immer jedes Mal einen Input, suchen Referenten und dann diskutieren die unter sich. Das heißt, wir geben ein bisschen die Deutungshoheit ab. Das ist uns ganz wichtig. Und was wir noch machen, ganz neues Format, wir spielen Dungeons and Dragons, Pen and Paper Rollenspiel. Das heißt, wer es nicht kennt, man sitzt um einen Tisch und erzählt sich Geschichten. Und zwischendurch würfelt man, wie diese Geschichten dann weitergehen. Das ist so ganz grob die Zusammenfassung. Es ist eine theaternahe Tätigkeit. Und ich war heute im Comicladen, um Flyer dafür zu verteilen. Und der Witz ist, die meinten sofort, oh, ihr seid doch Schauspieler. Was wir unbedingt haben wollen, ist, könnt ihr nicht einfach Schauspiel-Basics für Rollenspieler irgendwie vermitteln und für Spielleiter? Und das habe ich meiner Theatervermittlung gesagt. Und die so, Kundschaft, yes! Und auf einmal ist da wieder eine Begegnung zwischen Leuten, die sonst vielleicht nie zu unseren Vermittlungsformaten gekommen wären und der Vermittlung und damit auch wieder dem Theater da. Lieben wir sehr, finden wir ganz großartig. So, drittes großes Thema. Ich fasse mich wirklich sehr kurz. Elektrotheater. Elektrotheater entstanden aus der Dive-In-Förderung der Kulturstiftung des Bundes. Wir haben uns in der Umsetzung gegen eine Agentur entschieden und haben uns für ein künstlerisch-technologisches Team entschieden. Das war sehr gut. Ich arbeite gerne mit Agenturen. Das Problem ist nur, wenn ich totalen Schwachsinn erzähle, dann setzen die das um, weil sie sagen, naja, ist halt der Kunde, der will das. Das brauchte ich da aber nicht, weil das für mich neues Terrain ist. Ich brauchte Leute, die mir sagen, Tina, das ist bescheuert. Das haben die auch ausführlich gemacht. So, wir haben sehr viel gelernt. Die sind mit mir ins Theater gegangen. Ich habe sehr viel über CGI gelernt. Und die Grundüberlegung war, wir wollten kein Theater architektonisch nachbauen, so wie Second Life oder in Mozilla Hubs wird ganz oft Architektur nachgebaut. Das wollten wir explizit nicht, sondern wir wollten nachbauen, was Theater eigentlich ist, also wie es funktioniert. Und wir sind drauf gekommen, es funktioniert durch Rollen. Also als Zuschauerin gehe ich rein und für mich ist alles Magie. Die Sängerin singt auf der Bühne und macht Haar und auf einmal fängt es an zu regnen und ich weiß nicht wieso und für mich ist das Magic. Aber für mich als Sängerin, als Schauspielerin weiß ich, ich habe geprobt und ich habe irgendwie ein Textbuch und da stehen Cues drin und wenn ich Haar sage, dann sagt der Inspizient Kollege Regen den Regen bitte. Und das haben wir versucht nachzubauen. Wichtig war uns technologische Barrierefreiheit. Wir haben sehr, 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 sehr viel geplaytestet, Sachen nochmal komplett umgebaut. Und worauf wir gekommen sind, wir haben drei verschiedene Avatare gemacht. Wir haben das Publikum, hat keine individuellen Merkmale. Die sehen alle gleich aus. Ihr seht die hier im Bild. Damit, die haben auch keine Sprache, damit nicht so, ah, Tante Erna, ich bin hier hinten und so, damit die einfach sozusagen das Geschehen nicht dominieren können, aber sie haben eine Hand und sie können sich bewegen und sie können interagieren, indem sie mit der Welt, indem sie Sachen aufnehmen, fallen lassen, sie können sich selber auch berühren, wenn wir das einstellen, also sie können ein Stück weit interagieren. Dann gibt es TechnikerInnen, die sehen aus wie das Publikum, haben aber den gesamten Zugriff auf die geheime Ebene. Und die geheime Ebene sind Menüs, sind Buttons, die man drücken kann. Das sieht das Publikum alles nicht. Das ist quasi ein Inspizientenpult in 3D und verteilt im Raum. Das ist so, wenn man den Button da hinten drückt, dann geht da hinten halt eine Tür auf, die man vorher nicht gesehen hat. Der TechnikerIn hat auch Sprache, kann also sowas sagen wie Hallo, herzlich willkommen im Foyer, gleich geht's los und so weiter. Danach sprechen die eher nicht mehr, weil danach die Schauspielerin übernimmt. Ausgestalteter Avatar sieht ganz anders aus. Zwei Hände tatsächlich. Eye-Tracking, bisschen Lip-Syncing, Basic Lip-Syncing gerade noch drin. Hat eine 6. DOF-Brille. Das ist der große Unterschied. Genau, die Avatare des Publikums haben eine 3 DOF-Brille. Degrees of Freedom, dafür steht DOF. Das bedeutet, die Picos, die wir haben, die Kleinen, die können sich zwar umgucken, aber die haben kein Höhenverhältnis und die sehen sich auch nicht selber im Raum, man kann sich damit nicht im Raum bewegen, da läuft man gegen Tischkanten. Eine 6 DOF-Brille hat 6 Degrees of Freedom, die kann auch Höhe. Und die hat meistens, also unsere haben Inside-Out-Tracking, die sieht sich selber im Raum. Das bedeutet, dass SchauspielerInnen auf echten physischen Bühnen stehen können, während sie sowohl im Elektrotheater als auch auf physischen Bühnen spielen. Das war uns ganz wichtig, um eine gewisse Hybridität eben auch schon mit einzubauen.
Das Video spare ich mir mal, aber so sieht's aus. Genau, man geht halt da irgendwie so lang einen Weg. Man macht ein Tutorial zuerst, wie funktioniert die Brille, wie funktioniert meine Hand, was kann ich da tun. Das ist das Menü, das TechnikerInnen sehen im Foyer. Und das ist eine Probeszene, die wir mal gebaut haben mit einer Schauspielerin, die drunter liegt. So, kurz nächste Schritte. Wir haben seit jetzt, also Stand vorgestern, eine neue Spielstätte. Das alte Rockcafé, das sieht auch genau so aus, tatsächlich denkmalgeschütztes Haus in einem im Kriegshaber. Das ist, naja, ich sage immer so das Glasscherbenviertel von Augsburg und das heißt aber nichts, weil Augsburg ist eine sehr, sehr behütete Stadt. Aber das ist ganz schön, weil da einfach auch, das wurde bespielt mit Rockmusik, das heißt, da gibt es auch keine, nicht viele Nachbarn. Und das ist eben der feste Spielort fürs Digitaltheater, für unsere VR-Geschichten, für Experimente. Wir haben da unser Büro drin, dann ab nächste Woche. Und das soll so ein Stück weit auch ein Theater-Hackspace sein, also ein Ort, wo man auch zusammenkommt, um eben über Technik so rumzunörden. Wir haben unser 3D-Druckforum dann da drin. Verschiedene EnthusiastInnen-Gruppen und das, da freue ich mich extrem drüber, weil das ist wirklich was, das wird, glaube ich, sehr, sehr schön. Wir machen weiter in den drei Bereichen Immersion, Partizipation und Interaktion. Wir planen ein Games-Konzert, also ein Games-Music-Konzert für Computerspiele mit integrierter LAN-Party im Foyer. Das wird Zucker, weil dann Konzert, also das ist tatsächlich, glaube ich, sogar bei uns im Konzertabo drin, das heißt, da kommen AbonnentInnen treffen dann auf GamerInnen und wir spielen zusammen Pong oder Mario Kart oder so. Also so ein bisschen retro, ein bisschen lustig und wir übertragen das auch auf Twitch. Das Elektrotheater entwickeln wir weiter eben als Plattform für abendfüllende Sachen. Jetzt haben wir ja gerade die Infrastruktur gebaut, das heißt, wir wollen das richtig bespielen. Wir haben ein hybrides Schauspiel und planen auch noch komplett gerendertes VR-Musiktheater. Da darf ich auch noch nichts drüber erzählen, das ist erst nächste Spielzeit. Haben sozusagen verschiedene Formate, mit denen wir irgendwie Nerds aller Gruppierungen einsammeln. Und was uns wichtig ist, ist, dass wir versuchen wollen, Themen des digitalen Wandels, der für uns der größte gesellschaftliche Wandel seit der industriellen Revolution ist. Also das ist ein sehr, sehr maßgebliches Thema, das unser Leben und unsere Gesellschaft, wie wir sie kennen, komplett verändern wird und auch schon verändert hat. Und dem wollen wir eben, das wollen wir eben mit zeitgenössischen Methoden auch bearbeiten. Das heißt also, eins der Themen, die wir diese Spielzeit noch unternehmen wollen, ist GPT-3 als Dramaturgieassistentin einzustellen. GPT-3 ist ein sehr, sehr mächtiges, texterstellendes Machine Learning-System von OpenAI. Und das ist für uns ein Paradigmenwechsel am Theater, weil bisher ist es so, Text ist ja das Zentrum allen, das wir tun. In dem Musiktheater sind es eben auch noch Partituren, aber auch eben Libretti. Und Text ist jetzt nicht mehr nur menschengemacht. Vorher war das so, wenn wir einen Text gelesen haben, wir wussten, da ist ein Mensch dahinter gewesen. Jetzt ist das nicht mehr zwingend der Fall. Und GPT-3 ist so gut, dass man das auch nicht mehr zu 100% unterscheiden kann. Sein Vorgänger GPT-2 war immer so ein bisschen, naja, lustig und so. Jetzt ist es wirklich richtig gut. Und das bedeutet, wir müssen uns damit auseinandersetzen und zwar nicht nur auf einer, naja, wir Menschen können das ja alles immer viel besser, sondern offen und neugierig. Und deswegen wollen wir diesen Algorithmus als Kollegen haben. Und wollen schauen, was macht das in der Dramaturgie, wenn ich jetzt so, kürz doch mal diesen Programmhefttext auf Leporello-Länge, wenn das jetzt einfach mal ein Assistent machen kann oder eine Assistentin, die sich auch nicht beschwert, das zu machen. Das sind furchtbare Aufgaben. So dieses, schreib doch mal diesen Website-Text um in ein Programmheft, schreib doch mal hier, ich habe übrigens 537 Zeichen noch im Leporello, kannst du das genau auf diese Länge kürzen? So, das sind Aufgaben, die hassen wir und darin ist GPT-3 richtig gut. Was wir auch wollen ist, und das sieht jetzt so ein bisschen albern aus, da steht kritische Lesungen, was wir wollen, ist uns auseinandersetzen mit sozusagen Grundlagen der Sci-Fi-Literatur, die immer wichtiger wird. Ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, also das Metaverse von Mark Zuckerberg, was er vorgestellt hat, der Name Metaverse bezieht sich auf Snow Crash von Neal Stephenson. Und ich weiß nicht, ob ihr dieses Buch gelesen habt, das hat 700 Seiten, ist furchtbar zu lesen, das ist echt ein Train Crash, aber das ist kein utopischer Roman. Das ist eine Dystopie, in der irgendwie der Pizzadienst von der Mafia organisiert wird und man darf den Pizzaboten erschießen, wenn er nicht 30 Minuten die Pizza in 30 Minuten die Pizza liefert. So, also das ist sozusagen Gig Economy to the fullest und das ist ein dystopischer Roman.
und alle Leute hängen halt eben in diesem Metaverse ab und so. Und einer wird dann eben mit einem Virus infiziert, stirbt. Also ganz schreckliche Sachen eigentlich. Da fragt man sich dann schon, okay, das ist das, wo ihr hin wollt, liebes Facebook, interessant und so. Es ist mega wichtig, das zu wissen. Es ist mega wichtig, diese Sci-Fi-Klassiker zu lesen und zu kennen und eigene Utopien dem entgegenzusetzen. So, weil wenn wir über Web 3 reden und wenn wir über das Metaverse reden oder überhaupt über Entwicklung des Internets, reden wir immer über Kommerz, immer über Plattformen, über Geld verdienen, über das ist das neue Amazon, das ist das neue Facebook und so. Niemand sagt, das ist das neue Theater, das ist das neue Museum oder so. Das heißt, Kunst und Kultur kommen da nicht vor. Und Kunst und Kultur kommen generell in Science Fiction ganz, ganz selten vor. Ihr müsst mal Science Fiction auf Kultur lesen. Entweder ist es eine Dystopie und die Leute haben überhaupt keine Zeit für Kunst und Kultur, weil die einfach damit beschäftigt sind, zu überleben. Oder es ist so mega archaisch. Also in Star Trek TNG will ja Data, der Android, menschlich sein. Was macht der? Geige spielen. So, der spielt Vivaldi. Oder der malt Ölgemälde und so. Im fünften Element gibt es zwar irgendwie eine Weltraumoper, aber es ist Oper. Die Leute sitzen in Reihen vor einer Bühne und hören diese Oper. So, und das ist sozusagen total spannend zu sehen, dass sich Kunst und Kultur in Science-Fiction-Romanen so gar nicht ändert. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatzpunkt. So, jetzt bin ich extrem schnell durch meine halbe Stunde durch und ich hoffe, dass sich ein paar Fragen ergeben haben. Ich sehe es schon im Chat. Ich werde jetzt mal sozusagen, ihr könnt mich erreichen, ich bin auf Twitter. Hier ist auch meine E-Mail-Adresse. Das heißt also, wenn ihr mir schreiben wollt, weil ihr völlig andere Meinung über Science Fiction habt, sehr, sehr gerne. Genau. Und ich stoppe jetzt mal diesen Bildschirm, damit ich eure Fragen im Chat lesen kann.